Ascari Metal startet eine neue projektweite Erkundung des Ois Lithium Projekts. AVZ Minerals verlängert erneut die Aussetzung vom Handel und Kalamazoo Resources erweitert seine Lithium-Projekte im Lachlan-Gürtel deutlich. Dies und mehr in den Small Cap News der Woche. Und diese Woche, die war wieder aufregend. Nach dem Zinsentscheid der Fed und auch der EZB katapultierte der Goldpreis über die Marke von 1.900 US-Dollar. Nur um gestern wieder knapp 40 US-Dollar niedriger zu schließen. Bei solchen Zahlen wird doch klar, dort werden Milliarden hin und her geschickt. Falls ihr es nicht gesehen habt, O3 Mining und auch Kairos Minerals sind nun auf axinocapital.de vertreten. Und O3 wird schon in der kommenden Woche wieder bei uns in der Nähe sein, nämlich in München und Zürich. Die Veranstaltung in Zürich, die ist bereits mehr als ausgebucht. In München haben wir allerdings noch ein paar wenige Plätze anzubieten. Falls ihr euch also für O3 Mining, eine spannende Firma in der Entwicklungsstage, interessieren solltet und auch aus der Nähe von München seid, dann laden wir euch herzlich zum Lunchen nächste Woche Dienstag am 7.2. ein. Meldet euch gerne unter roadshow@axino.com an und wir schauen jetzt mal in die News der Woche. Dafür blicken wir als allererstes zu Lucape Diamond. Die lieferten nämlich auch für das vierte Quartal wieder erfreuliche Zahlen. Denn in allen betrieblichen Bereichen konnten Ergebnisse erzielt werden, die deutlich über denen des Vorjahres lagen. So stieg beispielsweise die Menge der geförderten Diamanten in Karat gemessen um stolze 137% an. Und auch ihre Qualität, die wuchs mit einem Anstieg von 64% ebenfalls außerordentlich. Doch noch immer sind die Marktteilnehmer nicht bereit, für diesen außergewöhnlichen Diamantenproduzenten auch entsprechend höhere Preise am Markt zu bezahlen. Die Preise für Diamanten, die normalisieren sich langsam aber sicher seit dem Corona-Tief wieder und auch ist die Firma fundamental sehr gut aufgestellt. Vielleicht können also Contrarian Investors hier ihre Chance finden. Mehr News und auch Interviews zu der Firma, die gibt's auf axinocapital.de. Der Lachlan-Faltengürtel ist eine geologische Formation, die sich in Australien über den Nordosten des Bundesstaats Victoria und auch den Süden von dem Bundesstaat New South Wales entstreckt. In diesem sehr aussichtsreichen Explorationsgebiet für Lithium, da hat Kalamazoo Resources neue Explorationslizenzen erworben und damit auch die Fläche der vom Unternehmen kontrollierten Claims auf über 2000 Quadratkilometer erweitert. Auf dieser Karte hier sieht man sehr gut, dass das neu erworbene Projekt namens Talangetta Lithium Projekt sehr nah an dem ebenfalls von Kalamazoo besessenen Jingleg Projekt liegt. Wenn sich also die geologische Formation über diese Projekte erstreckt, könnten sich hier in Zukunft aussichtsreiche Lithiumprojekte entwickeln. Bis dahin bleibt aber natürlich abzuwarten, wir drücken dem Team die Daumen. Im Halleck Creek Distrikt im Bundesstaat Wyoming hat American Rare Earth in unmittelbarer Nähe seiner bisherigen Liegenschaften 118 neue Claims abgesteckt. Auf ihn identifizierte das Unternehmen eine potenzielle seltene Erdenlagerstätte und sie soll im Frühjahr direkt am Anschluss an die Schneeschmelze, die natürlich derzeit stört, einer ersten geologischen Erkundung unterzogen werden. Obwohl das Halleck Creek Projekt schon jetzt ein Projekt war, was sich nicht in Größe und Qualität verstecken musste, wächst die Gesamtfläche der kontrollierten Claims um 26% an. Mit diesem Zukauf wird das ohnehin schon bedeutende Projekt nun noch bedeutsamer und wir dürfen gespannt sein, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Metallic Minerals darf sich auch diese Woche zu den Top-News zählen. Nachdem letzte Woche bereits die spannende Zusammenarbeit mit D-Max-Star Parker Schnabel bekannt gegeben wurde, wurden diese Woche weitere Bohrergebnisse mit bis zu 1500 Gramm Seber je Tonne bekannt gegeben. Ein Interview mit dem CEO Greg Johnson, das wird noch folgen, und zwar in dieser Woche. Und dort wird er noch mehr auf die spannenden Ergebnisse und den damit verbundenen Upsides für Investoren der Firma berichten. Dafür also unbedingt den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Regelmäßig muss AVZ Minerals die australische Börse immer wieder um eine Verlängerung der Handelsaussetzungen bitten. Denn in der Sache hat sich noch keine grundlegende Veränderung ergeben. Auch im ersten Monat des neuen Jahres, also jetzt im Januar, konnte der Streit um die Besitzrechte an der Manono-Lizenz eben nicht beibelegt werden. AVZ Minerals bleibt vor diesem Hintergrund gar keine andere Wahl, als die Börse in Sydney erneut um die Verlängerung zu bitten. Dass der nun schon seit Monaten andauernde Rechtsstreit die Nerven der eigenen Aktionäre zunehmend belastet, das ist natürlich auch dem AVZ-Management bewusst. Allerdings hat das Unternehmen auch gar keine andere Wahl, als die Aktie eben vom Handel ausgesetzt zu lassen, bis der Fall einer endgültigen Klärung zugeführt werden kann. Die in AVZ Minerals investierten Anleger werden sich deshalb wohl oder übel noch ein bisschen weiter gedulden und auf die Entscheidung des Schiedsgerichtshofs warten müssen. Da auch das Management an sich aufgrund des Rechtsstreits gar nichts dazu sagen wird, können wir auch leider keine weiteren Informationen berichten. Wir wissen auch nicht mehr. Wir können alle nur abwarten.
Zu guter Letzt schauen wir nochmal nach Namibia auf das US-Lithium-Projekt von Asgari Metals. Hier wird nun eine projektweite Erkundung gestartet, um das Potenzial des Projekts weiter abstecken zu können und die Vorbereitungen für weitere Explorationsarbeiten im Gang zu bringen. Nun bleibt mir aber zu sagen, dass ich euch ein schönes Wochenende wünsche. Lasst mich gerne wissen, ob ihr auf der Roadshow von O3 Mining dabei seid in München oder Zürich. Ich freue mich in jedem Fall, euch dort vor Ort persönlich zu sehen. Und auch demnächst auf der Investmesse haben wir wieder die Möglichkeit, uns in Stuttgart zu treffen. Am 17. und 18. März geht es dort los. Axinocapital.de hat wieder seinen eigenen Stand. Bis dahin abonniert gerne den Kanal, dann sehen wir uns zumindest auf dem Videobildschirm. Schreibt eure Fragen in die Kommentare und dann sehen wir uns bald wieder.